Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Riva, gelernter Burgerstürmer und natürlich auch Porträtmodel. Und wir werden uns gleich mal anschauen, wie unser Porträt geworden ist mit dem Greifen. Vorher schauen wir vielleicht noch mal bei ein, zwei Händlern vorbei. Ich glaube, wir haben schon wieder ein bisschen Kram zu verkaufen. Ja, zum Beispiel vorne an der Ecke. Her most gracious duchess has hired a witcher to get at the Ja, das root stimmt of wohl. these murders. Every So. Greetings. I hope your search goes well. Natürlich, natürlich. What do you have on offer? So, dann schauen wir mal, was wir hier haben, was wir verkaufen wollen. Gar nicht so viel, wie ich dachte. Die Sachen behalten wir, die lagern wir ein. Toussaint-Armbrust, unsere Armbrust, ein Nilfgaardsches Langschwert, weg damit bitte. Den Rechenmeister behalten wir auf jeden Fall. Das Herzogswächter Stahlschwert. Gut, ja, also so viel haben wir gar nicht zum Abgeben. Also ein eher kurzer Einkauf hier. Wir brauchen auch nicht unbedingt Geld, ne? Wir sind auf 72 Lasteinheiten, nenne ich sie mal. Ich weiß nicht, wie das Gewicht hier ist. Runter von 160. Also hier auch alles cool. Aber wir müssten irgendwann mal Klötzes Ausrüstung komplettieren. Aber ansonsten stehen wir sehr gut da im Moment, denke ich. So, dann schauen wir mal, wie unser Porträt geworden ist. Bestimmt großartig. So, da ist er. Und jetzt bin ich echt gespannt. Greetings. Geralt, there you are. So, our painting. Are you pleased? Is it to your liking? Do tell. Nee. Ja. Not exactly what I imagined. I believe I posed with all my clothes on. Clearly remember that, in fact. Some other details are off, too. Invalid as a criticism. I depicted you in a more flattering state. The painting has drawn crowds, aroused a great deal of interest. Can see that. Anyway, some advice for the future. Warn your subjects about your intentions. Your next model might not be so forgiving. You don't like it. I'm hurt. Perhaps you'd care to buy the painting. Given our rapport, I shall take a loss. For you, I'll part with it, I will, at a special price. 1000? Ja, klar. Das hängen wir uns auf jeden Fall ins Haus, würde ich sagen. Why not? It'll make an interesting memento. Though I'd hardly call the price a bargain. Indeed. Few have the sophistication to appreciate my technique. I sometimes go hungry as a consequence. At least this way I'll be able to control who sees it. Thanks. Super! Ja, ich hatte eigentlich... Naja, egal. Ja, ich hatte mir tatsächlich was anderes erwartet. So, wir schauen mal, was die Questbeschreibung hergibt. Fliegende Fäuste. Da haben wir es. Eines Tages erhielt Geralt ein ungewöhnliches Angebot.
Ein Porträtmaler war vom einzigartigen Erscheinungsbild des Hexers ganz fasziniert und fragte, ob Geralt im Modell stehen würde. Der Hexer ist offen für die verschiedenen Erfahrungen, die das Leben zu bieten hat, und erklärte sich einverstanden. Später behauptete er zwar, er hätte vor allem die Künste fördern wollen, ein löblicher Impuls, doch ich nehme an, auch die gute alte Eitelkeit wird ihre Rolle gespielt haben. Hexer und Maler machten sich auf den Weg aufs Land, wo eine besonders schöne Landschaft als Porträthintergrund dienen sollte. Als die beiden am gewünschten Ort eintrafen, stellten sie fest, dass die erwählte Aussicht von einigen Picknickern verschandelt worden war. Noch schlimmer, die Malutensilien des Künstlers waren verschwunden und Geralt musste sie wiederfinden. Ja, kein Wunder, dass er hungert, ne, wenn er immer so unpfleglich mit seinen Materialien umgeht. Endlich war es soweit und er konnte Modell stehen. Dabei lernte er, dass sein Porträt viel länger dauert, als man sich vorstellen kann. Doch bevor der Hexer anfing, sich ernsthaft zu langweilen, flatterte plötzlich ein Greif herbei. Geralt musste ihn erschlagen, um den Maler sowie dessen Werk zu retten. Er bekam seine Bezahlung fürs Modellstehen und erfuhr, dass er das fertige Porträt andern Tags auf dem Marktplatz zu bewundern sein würde. Geralt sah, warum das Werk bei den Bürgern Beauclairs so großes Interesse erregte. Der Maler hatte beschlossen, den Hexer nackt darzustellen. Das Bildnis war zwar explizit, doch auch schmeichelnd. Ich erinnere mich noch gut an Geralts verschmitztes Grinsen, als er mir die Geschichte erzählte. Yay! So. Davon haben wir noch nicht so viel gemacht, auf jeden Fall. Das wollen wir noch nicht machen. Das fehlt uns noch ein bisschen. Einvernehmlich in Beauclair, Folge dem Basilisken oder Füße kalt wie Eis. Das sind die beiden Sachen, die wir jetzt noch machen wollen, bevor wir uns an die Burgeroberung machen. Vielleicht fangen wir mit den Füßen kalt wie Eis an. Einfach weil es die niedrigere Stufe hat, ist quasi direkt in der Nähe. Der Basilisk ist, denke ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen weiter weg. Die Basilisken-Quest, die interessiert mich auch schon ziemlich. Ja, da müssen wir dann auch mehr in Richtung Burg kommen wieder. Also wir machen zuerst die einvernehmlich in Beauclair. Füße kalt wie Eis, Entschuldigung. Da ging es ja drum, ich lese es einfach noch mal kurz vor, ne, dass die Verlobte den Typen auf eine Monster-Erschlagungsmission mal wieder geschickt hat und der natürlich nicht wiedergekommen ist, weil noch niemand jemals zuvor dieses Monster auch nur annähernd bezwingen konnte. Füße kalt wie Eis. Wenn ich all meine falsche Bescheidenheit beiseite stelle, muss ich bemerken, dass meine Gesänge von Geralts Taten weltberühmt sind. Das Herzogtum Toussaint macht darin keine Ausnahme. Gerade dort sind meine Balladen, in denen ich seine allbekannte Tapferkeit und Ehrenhaftigkeit preise, ganz außerordentlich beliebt. So sehr, dass er einmal hauptsächlich meinen Werken zu verdanken war, dass Geralt ein Auftrag angeboten wurde. Eine junge Edeldame, die den Hexer nur aus meinen natürlich sehr akkuraten Beschreibungen kannte, erspähte ihn in einer Menschenmenge. Naja, Menschenmenge war es jetzt nicht direkt. Sie stand allein an so einer Balustrade und wir sind auf sie zugegangen. Und bat ihn sogleich um Hilfe. Sie sorgte sich um ihren Verlobten François, der vor kurzem aufgebrochen war, um zu ihren Ehren ein Monster zu erschlagen. Das Monster war als Crotore bekannt und das Edelfräuleins Liebster war noch nicht zurückgekehrt. Sie bat den Hexer nachzusehen, was aus dem jungen Ritter geworden war. Ja, Crotore, der Höhlenbewohner quasi, ne? Da müssen wir nochmal schauen, ob wir den im Bestiarium finden, weil ich mich beim besten Willen nicht dran erinnern kann, was Crotore für ein Ding war. Ich glaube, es war irgendwie so eine Art Waldschrein oder sowas. Waldschrat natürlich, nicht Waldschrein. Okay, also die Merizumbombe, Reliktöl und Igni. Tja, es war so. Ich war im Wald und da ging ein Platzregen runter, bla bla bla. Ein Waldteufel. Ja, okay. Mit Waldteufeln haben wir es natürlich nicht so gerne. Ach, guckt mal. Da haben wir auch Detlaf. Mal gucken. Detlaf von der Iretain. Es war entsetzlich, mit ansehen zu müssen, wie diese freundliche Person sich plötzlich in eine Bestie verwandelte, die Menschen mit der Präzision eines Schlachtermessers in Fetzen riss. Fragment eines Augenzeugenberichts. Mhm.
Detlaff ist ein höherer Vampir und gehört zu den furchterregendsten Wesen der Welt. Einige Vampire seiner Art leben unter den Menschen und niemand schöpft je den Verdacht, dass sich hinter ihrem gewöhnlichen Äußeren vielleicht etwas ganz anderes verbirgt. Bisweilen sind sie sogar besonders angesehene Mitglieder ihrer Gemeinden. Dennoch kann auch ein solcher Vampir eine ungeheuerliche Gefahr darstellen, wenn er provoziert wird. Ja, Orianna zum Beispiel. In seiner menschlichen Form verfügt Detlaff über einzigartige Angriffe, denen man tunlichst ausweicht. Mit seinen rasiermesserscharfen Klauen schlägt er mit Kraft und Präzision zu. Außerdem versteht er sich ausgezeichnet auf das Führen von Waffen. Na super. Als höherer Vampir kann er sich in Nebel verwandeln und seine Gegner umhüllen. In diesem Fall muss man sich vor magischen Pfützen und Angriffen aus der Luft hüten. Magische Pfützen? Okay. Wird er verwundet, nimmt er meist seine geflügelte Form an. Sein mächtiges Schwingen betäuben einen Hexer mühelos. Es gilt zu bedenken, dass höhere Vampire unsterbliche Wesen sind, die im Kampf folglich jedes Risiko eingehen können. Außerdem können sie sich unsichtbar machen und Stärke im Kampf regenerieren. Insgesamt stehen sie sogar für Hexer enorm anspruchsvolle Gegner dar. Ja, so kann man es auch sagen. Ein Flatterer. Die Leiche des Verblichenen war schlimm zugerichtet, von der Nase war nur noch ein blutiges Loch übrig. Ein Auge war bis zur Unkenntlichkeit zerkaut worden, der Unterkiefer war abgerissen, Feldwebel Dovate übergab sich angesichts der Bescherung ausgiebig. Resets musste eingesetzt werden, die Untersuchung wurde abgebrochen und die Tat einem Monster zugeschrieben. Berichtsfragment der Toussainter Herzogswache. Flatterer gelten als niedere Vampire, sie mögen ihren höheren Verwandten in jeder Hinsicht von der Physiomagie bis zur Physiognomie unterlegen sein, aber sie dürfen keinesfalls unterschätzt werden, da sie immer noch höchst gefährlich sind. Flatterer sind nicht mit anderen Kreaturen zu verwechseln, da ihre breiten, zahnbewehrten Kiefer, ihre flachen, hässlichen Gesichter und ihre haarlosen und oft warzigen Körper höchst charakteristisch sind. Diese Vampire kämpfen überwiegend mit Klauen und Zähnen, die sie wie im Rausch einsetzen, auch dann nicht aufhören, wenn ihr Gegenüber längst tot ist. Ein einziger Flatterer ist stark genug, um einem ausgebildeten Soldaten den Garaus zu machen. Im Vergleich zu anderen Vampiren sind Flatterer nur mäßig intelligent, dafür spricht gerade auch die hirnlose Wut, mit der sie sich geradezu zwanghaft auf jedes schwächere Wesen stürzen müssen. Okay. Garkins, Blut an der Decke, Gedärme an den Wänden, das muss ein Garkin gewesen sein. Jan von Lann Exeter, Ermittler und Hauptmann der Stadtwache. Garkins gehören wie Flatterer zu den besonders gefährlichen Vampiren, deren Stärke sogar die von Bees übertrifft. Begegnungen mit ihnen verlaufen praktisch immer tödlich, weswegen es nur wenige Augenzeugenberichte über sie gibt. Vorlesen, heute wäre schlimm. Aus den Stadtwachenberichten über die Angriffe auf Lang Exeter im Jahr 1104 durch drei Garkins, später erschlagen von einem gewissen Hexer namens Olivier von Goulet, von dem haben wir auch schon mal gehört, geht hervor, dass diese fürchterlichen Monster nicht nur das Blut ihrer Opfer trinken. Vielmehr haben die Ermittler aus den Schauplätzen der Verbrechen gefolgert, dass Garkins ihre Opfer mit Genuss zerreißen und in ihren Eingeweiden herumwühlen. Gut. Aber wir wollten uns um Grottore kümmern. So, dazu brauchen wir ein paar Bomben vielleicht. Die Meritium-Bomben, habe ich gehört, sollen uns sehr gute Dienste erweisen in diesem Fall. Und Reliktöl, an dem ich schon wieder keine Ahnung habe, welche Farbe es hat. Da, Reliktöl. Auf Silberschwert damit. Ja, nee. Ich wollte nur kurz da... Naja, egal. Haben wir halt einmal schwarzes Blut getrunken jetzt. Macht auch nichts. So, dann machen wir uns auf den Weg, nach François zu finden. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Es ist ja halt so schön italienisch alles. Ach, wir sollen wieder hinten raus. Ja klar, ergibt Sinn. Und wenn man sich nochmal vor Augen führt, in welche Richtung das Ganze liegt. Das schwarze Blut jetzt getrunken zu haben, natürlich komplett überflüssig, aber ich meine, so oft brauchen wir es auch nicht. Dass wir jetzt den, ja, quasi temporären nur Verlust dieser einen
Fiole schwarzen Blutes nicht verschmerzen könnten. So, Zeit mal eine Plötze zu rufen, glaube ich. Oh ja, Plötzelein. Kann ich im anderen... Ah, da ist der Kopf des Riesen. Ich habe schon wieder vergessen, wie hieß der denn? Der Riese. Keine Ahnung. Richtig. Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. So, hier herunter sollen wir. Na gut. Dann schauen wir mal. Ah, hier können wir nochmal die Aussicht kurz genießen. Wunderhübsch. Zu dieser Burg da hinten sollten wir mal. Welche Burg ist denn das eigentlich? Die ist rechts hinter uns in Blickrichtung. Ja, auf der anderen Seite des Flusses. Hier, diese Burg muss das sein. Dieses Weingut, das wir noch nicht besucht haben. Ja, vielleicht ist das die Burg, die wir stürmen sollen tatsächlich. Ich weiß nicht. Könnten wir vielleicht dem Weg folgen? Das wäre super. So, hier gibt es wieder bestimmt Unmengen von Panthern und was weiß ich was. Ich glaube, das hier ist Panthergebiet. Es ist noch früh am Morgen, das heißt, wir haben noch gut Tageslicht. Ja, einfach weiter Plätze. Und man, diese Plätze. So, da sind wir auch schon. Hier muss die... Was war das denn gerade mit der Kamera? Come on! Hier muss die Höhle quasi sein. Take it easy. So, und dann schauen wir noch mal gerade, ob wir uns eine andere Fertigkeit gerade holen sollten. Zeichen verursachen. Ja, das wäre jetzt vielleicht ganz gut, wenn wir Igni benutzen wollen. Wenn wir sowieso Igni benutzen wollen, wäre das echt ganz gut, glaube ich. Dann können wir hier die Entschlossenheit... Achso, die können wir gerade nicht benutzen. Rüstungsschmelze, ja. Art mit großer Reichweite können wir dann gerade runternehmen. Dann nehmen wir lieber die Entschlossenheit. Und die Armbrust natürlich. Und außerdem Igni. So. Da ist hier unten diese Höhle, in die wir sollen. Da finde François. Mal gucken. Hier liegen Rüstungsteile, eine Menge davon. Ein paar Knochen. Die sehen schon älter aus, vielleicht auch abgenagt. Human. Hollow inside. Marrow's been sucked out. Da haben wir's. Ach Mensch, wie reif. Nee, andere Richtung, ja. Rusty armor. All the remains of the last thrill seeker to make it out here. Na herrlich. Was haben wir denn hier? Ist das Zaunrübe? Nein, eine Raunenwurzel. Super. So, hier trampeln Wildschweine rum. Ich glaube, das ist dieses Klopfen im Hintergrund. Halt, Master. A beast lurks in there. Echt? Right. Bist du François? I expected as much, cause I... Shh, quiet, before you wake it. Come, I've camped nearby. We shall talk there. Ja, unerwartet. What do they call you? What's your crest? Speak. Ravix von Vierhorn. Nein, wir sind ja jetzt Geralt von Riva unterwegs. Geralt of Rivia, Crest of the Bridge. Hail and well met. François Le Goff, I presume. Your betrothed sent me.
See, you've been gone a while, so you've got her worried. Well, indeed, for Grottore is a most fearsome beast. I must prepare properly for battle. Takes 2 weeks, that? I have tarried a bit, true, but the delay is done. My word I gave, thus the beast shall die. No. Okay, gut. Also er traut sich nicht so richtig, ne? Er weiß schon, worauf er sich eingelassen hat. Ja, im Gefühlsüberschwang wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wouldn't happen to need any help, would you? I don't know. After all, I did swear a solemn oath to... Deposit the beast's head at your beloved's feet. No mention of you killing it all by yourself, though. Clever. I suppose you're right. We must fight side by side, then. For honor. Oder du wartest hier. Ja, Füße kalt wie Eis, ne? Wo ist denn der Typ jetzt hingerannt? Oh, verdammt, ich hasse das. Da rennt er. Wo will er denn hin? Achso, er rennt hier. Ah, okay, verstehe. Ja, ich wünschte, er würde nicht so schnell vorrennen. Das wäre mir wirklich lieb. Na, dann könnte ich mich vielleicht noch ein bisschen vorbereiten auf diesen Kampf. Strange. No sign of Grottore. Perhaps we should turn back. If there's no beast, there's no beast. Gute Idee. Aber erstmal schauen wir uns ausführlich um. Und dazu hätte ich gern eine Portion Katze. Shame, but we tried. Not so fast. Let's take a look around. So, also wir schauen uns erstmal um. Gute Idee. Zum Beispiel hier. Das ist ein rotes Kupfererz, nehmen wir uns mit. So, die Pilze können wir liegen lassen. Aber diese Truhe hier. Ah, mehr Erz. Haben wir Hinweis Nummer 1, diese Pflanzen hier. Impressive. You'd think you were in a winter garden. Die sind riesig. Was sind denn das für Pflanzen? So, hier haben wir noch ein paar Pilze. Hier hinten geht's weiter scheinbar. Noch ein bisschen. Drüben erspähe ich doch eine Truhe. Da hinten scheint sich was zu bewegen. Oh ja. Allerdings, so was haben wir hier? Hier runtergeworfen, oder? Various sundries, some tools. Grottore must have taken them from its victims. Ja, oder man hat sie ihm geopfert. So, wir schauen mal, wo es hier lang geht eigentlich. Aha, noch ein zweiter Eingang, wie mir scheint. Ja, das scheint tatsächlich nur ein zweiter Eingang zu sein. So, okay. Dann... Und zwar, alles gut? Seems the brute is not here. We cannot change this, we must live with it. Ja. So, gucken wir mal, was hier gibt. Tatsächlich.
Okay, jetzt müssen wir also nochmal tatsächlich, das hatten wir ja vorhin schon gemacht, den Eintrag über Grottore lesen. Tja. Anlocken sollen wir ihn. Es steht nichts zum Anlocken. Okay, das hätte ich so oder so versucht. So, hier die Pflanzen wahrscheinlich, ne? Da haben wir uns selbst ein bisschen mit angezündet gerade. Natürlich nicht so clever. So, wir gönnen uns noch mal eine Katze. Oh, ich glaube, er ist schon da. Wenn ich diese Musik richtig deute. Oder spielt ihn nur, weil wir hier mit Igni rummachen. Okay, 3 von 4 Pflanzen anzünden reicht. Da ist er. Dein Ernst? So, ich habe hier gleich mal direkt in die falsche Richtung, weil das irgendwie gewirkt gerade. Ja, okay, das war ein kurzes Vergnügen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das nochmal machen können. Vernünftig, ich hoffe, der Speicherstand ist jetzt nicht allzu weit weg. Nein, ist er nicht. Okay. Scheiße. Ups. Also hier geht es ganz schön ab. Und ich kann sagen, hier komme ich nicht durch. Okay. Dass der Arche-Sport noch überlebt, weiß ich. Oh, sollte mich mal heilen. Was, noch ein Arche-Sport? Oh Mann. Okay, also da müssen wir... Grottore selbst an dem, wie es aussieht. Nein, Grottore sozusagen. Mann, bereit. Auf dumm zu sein. Ah, komm nicht an ihn ran. Schenke ich hier mit diesem Arches-Spawn und alles ab. Geralt, wo hast du denn hin, Junge? Also Geralt ist hier verwirrt, ne? Weil einfach so viele von diesen kleinen Gegnern da sind. Nervt gerade ein bisschen, finde ich. Also, Archesrohre ignorieren, zwischendurch schön heilen auf jeden Fall. Und dann auf Grottore draufhauen, immer draufhauen. Ein Quen wäre vielleicht nicht so schlecht, aber gut. Oh, warte mal. Natürlich soll ich eine Bombe haben. Ja,
Gerald, mach doch mal einen Pigni hier. Was ist denn los? Pigni! Ja, läuft super. Ich habe den falschen Strand ausgewählt. Auch hervorragend. Ja, sehr unübersichtlich, Jungs und Mädels. Wir machen da in der nächsten Session weiter auf jeden Fall. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.